Ja, da können wir meinetwegen auch noch einen Bogen machen, damit wir die Flugviecher Platz kriegen. Aber die sind aktuell eigentlich keine wirkliche Herausforderung. Also der Drache macht ja eigentlich schon fast alles. Und, ansonsten ist ja auch, hier noch nicht viel los. Was hat's mit dem auf sich? Macht der irgendwas? Oder ist der immer nur Deko? Okay, das macht er offenbar. Da gibt's aber auch kein Achievement für das Ding. Das ist total witzlos. Da kann ich dann den nochmal, keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. Da gibt's auch kein Achievement. Aber den kann ich jetzt wieder stärker machen und dann kann ich den gleich nochmal stärker machen. Dann mache ich den erstmal auf Maximum, bevor ich hier irgendwas anderes probiere. So, weil der sorgt jetzt dafür, dass wir hier einfach Truppen spawnen. Das ist mir dann doch sehr genehm. So, dann machen wir hoffentlich gleich jetzt einen fetten Bären-Skelett. Warum sind beide Helden da oben? Shine on. I'll smite the unholy. Geh nur nach da hinten. Dann haben wir da nämlich auch wieder eine Absicherung. Ich glaube, der Held hier vorne ist ganz gut, aber da läuft noch einer lang. Und da hinten läuft noch einer. Dann wollen wir den auch gleich noch holen. Kann ich da nicht drauf tippen? Ist ja unerhört. Da läuft einer und ich kann den... Geht doch. Wie immer noch kein Achievement. Ich bin empört. Wofür mache ich das eigentlich? Machen wir da mal das. Dance with the dead. Was haben wir denn da für Fähigkeiten? Klapperndes Toten. Platziert den Toten für 10 Sekunden, das Beine verflucht und Skelette 15% extra Schaden gibt. Schwört einen Todesreiter. Okay, also das ist einfach der Reaper. Machen wir aber erstmal den auch stärker, damit wir hier dann auch mehr Schaden machen. Ach gut, der Held hat so eine Truppenverstärkfunktion. So. Da kommt jetzt gleich hoffentlich das fette Skelett. Genau. Ich werde hier grüßen, wahnsinnig. Diese Schlangenviecher machen wir was? Was war denn das gerade? Da ist irgendeine Meldung aufgeploppt und dann meinte das Handy erstmal, ey, guck dir das mal an, das ist viel wichtiger als das Spiel. So, 355 brauche ich. So, da haben wir jetzt hoffentlich gleich wieder ganz viele Skelette, genau. Hier die vorne könnte ich dann auch mal verbessern, aber ich mache erstmal den jetzt stärker, dass wir den auf Maximum haben.
Special Delivery. Und dann gucken wir mal, was haben wir denn hier. Die Säufe des Strike-Cannons werden für 6 Sekunden rot glühen, sodass Bomben den Boden versengen und pro Sekunde 12 echten Schaden an Feinden verursachen. Schießt schnell Bomben in einem weiten Bereich. Mensch, hier kommen dauernd Discord-Nachrichten durch. Warum auch immer das Handy manchmal meint, mich irgendwie über Sachen informieren zu müssen, die ja nicht mal an mich gerichtet sind, sondern auf irgendeinem Server einfach. Ey, hier hat jemand geschrieben. Das ist nicht immer sinnvoll. Wer kommt denn hier? Die Schweininatoren. Die jetzt keine wirkliche Herausforderung sind, würde ich behaupten. Aber jetzt ist mal hier die besser. Dass wir hier vorne hier schon mehr Skelette kriegen. Gut, das funktioniert jetzt bei diesen starken Gegnern nur bedingt, aber an sich ist das ja eine sinnvolle Investition, würde ich behaupten. Er kann hier praktischerweise auf beiden Faden die Truppen stärker machen mit seiner Special-Attacke. Ach, noch mehr Schweine. Das soll mich jetzt mal nicht stören. Der Nekromant macht halt nicht einfach alles so OP. Dass ich hier einfach aus Größenwahn wieder annehme. So, machen wir hier mal wieder die Geisterritter. Dance with the dead. Und dann dancen wir mal Whistle Dead. Man kennt es ja. Ich hab den vorher noch nicht aufgewertet. Ich dachte, das hätte ich schon getan. Also diese Helden und die Nekromanten in Kombination, das ist einfach so overpowered, dass das Spiel eigentlich schon zu einfach ist. Weil jetzt allein, wenn sie auf der Stärke sind, dann können sie da schon hier vorne die fetten Splitter machen. Also, ja, das mag dann in späteren Stufen ist es wahrscheinlich wieder ein bisschen gebalancter, weil dann halt härtere Gegner durchkommen, aber aktuell ist es doch sehr einfach. Wer kommt denn jetzt? Faulzahnhyäne, mittlere Rüstung, heilt sich, indem es gefallene Spielereinheiten frisst. Das ist aber nicht freundlich. Aber da unsere Spielereinheiten ja eigentlich Gegnereinheiten sind, ja, weißt du Bescheid. So, der ist schon auf Maximum, der auch. Da kann ich halt noch die Special Fähigkeit machen. Ich mach den jetzt mal stärker. Hab ich ihn so schnell so viel Geld her? Mache ich den gleich auch nochmal stärker, dass wir hier vorne auch ein bisschen Unterstützung haben. Oh je, das ist ja eine einzige Prügelei. Weil mit jedem getöteten Gegner kommen dann neue Truppen für mich hinzu.
Just say the word. Ja, ja, the word. Sage ich jetzt einfach mal. Dann, keine Ahnung, was du da machst. So, da haben wir dann uns dann gleich schon wieder ein Skelett dazu geholt. Und ein anderes ist irgendwie gestorben, warum auch immer. So, ich nehme sie jetzt einfach immer reihenweise an, die Wellen. Dem kann ich ja jetzt mal hier die Special-Fähigkeiten machen. Macht der jetzt hier nämlich quasi dieses, diese Feuerattacke von dem aus Frontiers auch nach. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das sind ja keine Truppen, gegen die sie kämpfen, sondern das sind einfach irgendwelche Geister. Und dann mache ich den gleich noch besser. Weil der hier so unsere Hauptverteidigung im Grunde ist, hier hinten. Der Nekromant ist halt dafür da, um Truppen zu spawnen, der ist dafür da, um Schaden zu machen. Aber wir sind eh letzte Welle, von daher macht es auch keinen Unterschied mehr. So, da haben wir gewonnen. Ja, also mein Fazit bisher, die stärksten Helden sind overpowered und der Nekromant sowieso. So, neuer Turm, Ballisten-Außenposten. Und da hat sich eh die Aufzeichnung beendet, aber dann beschreibe ich das einfach mal, weil ich jetzt eh aufhören würde. Da hat sich halt jetzt das Level noch hingespawnt. Aber nun gut, das ist jetzt so der Stand hiervon und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Aufnahme. Tschüss! So, hallo zurück wieder und ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir waren. Wir haben irgendwie das Level hier geschafft und haben hier noch Gegenstände. Könnten wir uns kaufen, aber machen wir jetzt nicht. Und dann wollen wir auch mal hier das Level spielen. Verwüstete, keine Ahnung, habe ich mir nicht durchgelesen. Aber irgendwas Verwüstetes machen wir jetzt. Wo wir auch gleich zwei Ausgänge haben, das ist natürlich dann bedenklich. Mal sehen, da setzen wir... sagen wir mal Nekromant. Dead Uprising. Genau wie da. Da setzen wir den Bombinator. Und da würde ich sagen, setzen wir mal ein paar Ritter. Genau wie auch da. Was haben wir hier? Diesen, den Ballista können wir mal. Eine großartige Ergänzung der Kriegsführung. Der, es ist jedoch ein. Es ist ein Wunder, dass sie noch nicht auseinandergefallen ist. Ich hoffe mal, die Balliste dreht sich dann auch. So, und den machen wir mal besser, weil der ja. In der Hauptachse liegt genau wie den. So, da kommen Flugviecher an der Stelle, deswegen. Wie willst du denn hin? So. Aktuell kommen hier nur auf dem Pfad, glaube ich, Gegner. Geht ihr denn hin? Da kann ich dann auch noch einen Bombinator setzen. Wenn ich denn gleich Geld habe dafür. Jetzt habe ich dafür Geld.
Ich glaube nicht. Do not falter. Okay, die Ballista dreht sich also auch nicht so wie in dieser komischen Hacked-Version von King Rush, die ich da mal im April-Scherz-Video gemacht habe, wo die da einfach starr rumstand. Und sich nicht darum gekümmert hat, wo die Gegner eigentlich waren. Genau, for the Alliance, sage ich auch immer.